Hallo zusammen, ich lese es vom Schlunz und das letzte Geheimnis, das Kapitel 36. Nele, Schlunz, Lukas und Mama saßen am Esstisch und färbten Ostereier. Amy saß mit Laura daneben und gab ihr ein Fläschchen. Papa kam mit einer aufgeschlagenen Zeitung zu ihnen und breitete sie vor Mama aus. »Schau mal hier«, sagte er, »150 Quadratmeter Wohnfläche, 6 Zimmer auf 2 Etagen mit Garten und Garage. Wäre das was?« »Was macht ihr?« fragt Nele. »Sucht ihr eine Wohnung für Emi?« »Nein«, sagt Mama, »wir suchen nach einem Haus für uns.« »Ein Haus?« Nele, Lukas und Schlunz reckten erschrocken ihre Hälse nach oben. »Gefällt es euch hier nicht mehr?« fragte Nele. »Doch«, sagt Mama, »aber wenn der Schlunz jetzt richtig hier einzieht, müssen wir uns vergrößern. Da können wir nicht hier wohnen bleiben.« »Und dann zieht ihr einfach mal in ein größeres Haus?« fragte Emi erstaunt. »Naja, so einfach auch nicht«, sagt Mama. »Lieber würde ich natürlich hier wohnen bleiben. So alt ist unser Haus noch gar nicht. Aber auf Dauer würde das hier wirklich zu klein.« »Ach«, sagt Emi und legte ihren Kopf schief, »wenn ihr sowieso ein neues Haus kauft, könnt ihr ja gleich eins kaufen, in das ich mit einziehen kann.« »Ja, hurra!« rief Nele, »das wäre toll! Ja, Mama, bitte!« Mama schaute Papa wieder lang und ausführlich an. »So einfach ist das nicht. Wisst ihr, wie viel so ein Haus kostet? Für Amy und Laura müssten wir ja eine eigene Wohnung haben. Die können wir ja nicht einfach in ein Kinderzimmer stecken. Und so viel Geld haben wir nun auch nicht.« »Außerdem«, sagte Papa, »können wir das nicht einfach ohne Silke entscheiden. Silke ist die Mutter von Amy und wenn sie möchte, dass Emi zurück nach Berlin kommt, können wir hier nicht einfach entscheiden, dass Emi bei uns bleibt.« »Ach«, sagt Emi, »die ist schon damit einverstanden. Die ist doch froh, dass es mir hier gut geht. So gut wie in den letzten 3 Monaten ist es mir in meinem ganzen Leben noch nicht gegangen.« »Ach bitte, Papa«, quengelte Nele weiter. »Naja, ich weiß nicht«, Papa starrte in die Luft und schien zu rechnen. »Das können wir uns nicht leisten.« »Lukas«, sagte Schlunz, als die beiden am Abend bereits im Bett lagen, »wie wäre es? Wir verdienen ganz viel Geld und dann können sich Mama und Papa ein Haus leisten, das Emi mit einziehen könnte.« »Wie willst du denn so viel Geld verdienen?« »Ach, da fällt uns schon was ein. Wir führen Hundegassi gegen Bezahlung. Wir kehren die Straßen, wir gehen einkaufen, wir tragen Zeitung aus, wir erzählen unsere Streiche im Fernsehen.« Lukas lachte. »Damit kriegen wir immer noch nicht genug Geld zusammen.« »Wir verkaufen Nele«, schlug Schlunz vor. Wieder lachte Lukas. »Du spinnst ja. Aber verkaufen ist gar keine schlechte Idee. Wir machen einen Flohmarkt und verkaufen alle unsere Spielsachen, die wir haben.« »Klar«, stimmt Schlunz zu. »Und ich kann alle meine Spielsachen aus meinem alten Haus in Darmstadt verkaufen. Die brauche ich doch sowieso alle nicht mehr.« Plötzlich stockte Schlunz und setzte sich in sein Bett aufrecht hin. »Moment mal, Lukas. Gehört mir nicht sowieso das ganze Haus?« »Wie meinst du das?« »Na klar«, seine Stimme überschlug sich fast bei dem Gedanken daran, »dass ich da nicht schon längst dran gedacht habe. Es ist mein Haus. Meine Eltern leben nicht mehr, mein Onkel lebt nicht mehr, sonst gibt es keine Verwandten. Ich erbe dieses Haus. Ist das nicht so?« »Doch«, gab Lukas zu, »aber wie sollst du an das Haus rankommen? Wer hat die Unterlagen für das Haus? Du kannst doch nicht einfach eine Anzeige in die Zeitung setzen und es zum Verkauf anbieten. Du musst doch irgendwie beweisen, dass das Haus dir gehört. Ich weiß gar nicht, was man dazu alles machen müsste.« Schlunz grübelte und schaute dabei an die Zimmerdecke. »Antonio del Monte«, sagte er langsam, als wollte er einen Zauberspruch ausprobieren. Er sah zu Lukas und wiederholte noch einmal. »Antonio del Monte. Das ist der Anwalt unserer Familie, der Mann, der alles für uns geregelt hat, was mit dem Haus, mit dem Geld und mit allen möglichen anderen Sachen zu tun hat. Der ist immer mal wieder mit einer dicken Aktenmappe bei uns aufgetaucht und hat mit meinem Vater über irgendwelche Geldgeschäfte geredet. Klein und dick und immer eine Zigarre im Mund. Sieht ein bisschen aus wie ein Mafiaboss, aber bei uns ging er ein und aus. Und als mein Vater einmal wegen irgendeinem Streit vor Gericht musste, ist Herr Del Monte immer dabei gewesen und hat gesagt, wann mein Vater was sagen sollte und so weiter.« Schlunz nickte kräftig. »Ja, der muss es wissen.
Den müssen wir aufsuchen. Weißt du denn, wo der wohnt? Nein, aber das finde ich schon raus. So, das war das Kapitel 36 vom letzten Teil Schlunz.